Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder die Prediction und ja, am Ende ein Fortnite-Gameplay. Ja, machen wir jetzt immer so. Ich denke, das ist okay. Wer keinen Bock hat auf Fortnite, der kann am Ende ja einfach abschalten. Ist doch kein Problem. Und wie gesagt, es kommt vielleicht nochmal irgendwann eigenständige Videos, aber ja, momentan noch nicht. Aber ich sehe schon, dass ich in Fortnite auch da besser und besser werde. Genau wie, sag ich mal, in Fujamins. In Fujamins trainiere ich nicht wirklich viel. Es liegt da eher mein Team. Aber bei Fortnite merke ich wirklich, ja, ich habe jetzt zum Beispiel, ich wollte euch heute eigentlich eine Runde zeigen, wo ich mit meinem Squad, ja, 20 Kills Runde gemacht habe, wovon ich 11 Kills gemacht habe. Ist schon stark für mich. Also zweistellig ist ja mein Ziel, so bei Fortnite. Aber heute zeige ich euch dann ein Video, wo ich mit den Okorsa, manche kennen ihn ja, Okorsa, mit denen habe ich schon mal ein Video gemacht und, ja, ein YouTube-Kollege und ein paar Kollegen von ihnen haben mir auch eine geile Runde gespielt und ja, ich verrate jetzt nicht, ob wir das gewonnen haben oder nicht, da müssen wir am Ende dann gucken. Wie gesagt, Okorsa verlinke ich unten mal, lasst ihn gerne mal ein Abo da, cooler Typ, du, weißt du, kann man auf jeden Fall, der hat die besten Intros, ohne Scheiße, lasst mich immer kaputt, also lasst ihn gerne ein Abo da. Vielleicht kommt in Zukunft noch ein bisschen was wieder mit ihm, ob FIFA oder Fortnite, schauen wir mal. Und er wollte auch, also ich wollte ab und zu mal bei seinen Streams als Gast da sein, also könnt ihr dann da mal vorbeischauen. Ich wollte ja auch mal streamen, aber ich wollte es erst machen, wenn ich sozusagen eine eigene Wohnung habe. Dann kommen da auch, denke ich, einige Streams mit ihm zusammen. Und deswegen, ja, lasst ihn gerne ein Abo da und schreibt einen Hashtag OKC. Goes Top 100 oder sowas. Irgendwie so ein Scheiß, ja. Lass da auf jeden Fall ein paar Grüße von mir da. Und dann würde ich sagen, laber mich nicht so lange. Wir gehen jetzt direkt in die Prediction rein. Wir haben als, ich habe als erstes wieder drei Kategorien euch mitgebracht. Also, erste Kategorie ist immer am wahrscheinlichsten, dann weniger wahrscheinlich und dann am unwahrscheinlichsten, ja. In der ersten Kategorie habe ich euch drei Spiele mitgebracht, wo ich denke, die haben eine gute Chance. Einmal haben wir da in der Bundesliga Bayern gegen Hamburg. Ja. Könnt ihr euch ein bisschen einkaufen? Besonders würde ich sagen, sind die Außenverteidiger, ja, so wie Grafinha, Kimmich, müsst ihr mal gucken. Ich glaube, die könnten gut gehen, je nachdem, wie die Voraussetzung ist. Ansonsten haben wir auch noch Hamburg. Wie gesagt, wichtig ist hier immer für den Abschlusspreis einzukaufen, ja. Hier habe ich auch genug Spieler, aber ja, bin eigentlich immer gut eingedeckt. Danach gehen wir in die griechische Liga, Hellas Liga, und da haben wir einmal AEK Athen. Ja, könnt euch ein bisschen einkaufen, so wie ich, gegen PAOK Saloniki, ja. Könnt ihr euch auch ungefähr so einkaufen, aber wie gesagt, wichtig für Abschlusspreisen einkaufen. Das ist der erste gegen den zweiten. Ich denke, die haben, glaube ich, noch nichts oder sehr wenig aus der griechischen Liga gebracht. Erster gegen den zweiten, das hätte Potenzial, meiner Meinung nach. Danach gehen wir in die irländische Liga. Da haben wir einmal Bohemian FC, keine Ahnung, fragt mich nicht. Da könnt ihr mal versuchen, ein paar Silberspieler zu bekommen. Aber die sind halt wieder momentan ein bisschen teuer, weil alle schon, sag ich mal, die Silberspieler, irländische Silberspieler für die St. Patrick's Day einkaufen. Also ihr kriegt die nicht mehr so gut für Abschluss. Könnt da ein bisschen versuchen zu snipen. Ansonsten, ja, durch die Bronzeback-Methode habe ich schon viele Bronzespieler von der Mannschaft. Und die spielen gegen St. Patrick's Athletics, ja. Also. Oh, hier, Fortnite wurde installiert, ja moin. Hier auch viele von durch die Bronze-Methode. Ihr könnt mal versuchen, Silberspieler zu bekommen. Schadet nicht, wie gesagt, in 2-3 Wochen ist sowieso St. Patrick's Day, ja. Wenn die jetzt nicht rankommen, ihr habt schon mal eingekauft und ist halt sozusagen vorgesorgt. Wenn ihr die noch, sag ich mal, für Abschluss bekommt. Das sind meine ersten drei Spiele, wo ich sage, die sind am wahrscheinlichsten. Und dann gehen wir jetzt zu der nächsten Kategorie. Bisschen unwahrscheinlicher, aber kann auch passieren. Da haben wir einmal in der schottischen Liga Celtic gegen Rangers. Das ist der erste gegen den zweiten. Je nachdem, wie ja die Voraussetzung ist, könnt ihr da ein bisschen was machen. Ich hatte, die Rangers sind auch ein bisschen teuer geworden. Also da konnte ich auch nur noch so Bronzespieler mitsnacken. Ich hatte nämlich auch keine mehr im Verein gehabt. Sonst gehen wir in die Premier League. In die Premier League, da gibt es auch wieder ein Top-Spiel. Und da kann man eigentlich auch fast nur Coins machen, wenn die sagen, ja, zwei Spieler von der Mannschaft und zwei Spieler von der Mannschaft. Aber ja, um auf der sicheren Seite zu sein, könnt ihr da ein bisschen einkaufen. Wir haben da erstmal FC Liverpool gegen Manchester United. Ich empfehle euch da so 3-4 Spieler, 4-5 Spieler mitzunehmen. Hier habe ich auch ein bisschen mehr, aber zum Beispiel die werde ich ja nicht einsetzen, sondern eher die hier, die hinteren. Und ja, könnt ihr mitnehmen für Abstoß. Die meisten kriegt ihr wirklich noch für Abstoß, von daher gar kein Problem. Danach gehen wir in die spanische Liga, La Liga Santander. Und da spielt einmal Sevilla, der FC Sevilla gegen FC Valencia. Hier machen die auch sehr gerne immer diese Voraussetzung, ja, dass man
ja, zwei von der Mannschaft braucht. Also da könnt ihr auch 5-6 Spieler mitholen, die sind alle für, ja, Abschlüsse bekommen. Außerdem, eventuell kommt ja heute Abend noch die spanische Liga. Ich weiß nicht, ob ich das vorher noch hochladen kann. Die würden dann eh sowieso potenziell dann hochgehen. Der Korda lädt mich gerade ein. Ja, ich bin gerade ein Video am machen. Das geht leider nicht, though. Und dann gehen wir weiter zu Toulouse. Ja, Toulouse gegen Olympique Marseille. Wir haben da einmal FC Toulouse. Ja, sieht okay aus gegen Olympique Marseille. Ihr wisst, in der französischen Liga gehen die Spieler auch einigermaßen gut hoch. Auf 2K kann man dann machen, wenn man die, ja, für Abschluss bekommt. Ansonsten gehen wir dann hier weiter in die zweite englische Liga. Einmal Aston Villa. Ja, habe ich ein paar bekommen. Versucht die halt für Abschluss bekommen, die Goldspieler gegen Wolfes. Ja, ich würde hier eher nur die Goldspieler holen, weil, ja, die werden im Potenzial am meisten steigen. Je nachdem, wie die Voraussetzung natürlich ist. Das erste gegen den dritten, denke ich, hat auch gute Chancen. Ansonsten kommen wir jetzt, sag ich mal, zu drei Partien. Wenn ihr mehr investieren wollt, könnt ihr das machen, aber die ist halt unwahrscheinlicher. Da haben wir einmal in der zweiten Bundesliga, die kam einfach noch nicht dran. Ich hoffe, die kommen noch irgendwann dran. Die kriegt ihr aber alle für 150 Münzen hier. Die hier natürlich für 250, die seltenen. Aber die restlichen für 150 Münzen, die Silberspiele. Also könnt ihr nichts falsch machen. Die spielen gegen Düsseldorf. Dasselbe, also ihr kriegt die auf jeden Fall für Abstoß. Da könnt ihr nichts falsch machen. Und sonst, ja, haben wir noch in der, glaube ich, das ist die schottische Liga, nochmal zwei Spiele. Einmal Dundee FC. Ja, gegen St. Johnstone. Haben wir hier. Ja, und Hamilton gegen Motherwell. Ja, das sind nochmal, wenn ihr wirklich richtig viel investieren wollt, dann könnt ihr da nochmal investieren. Und dann waren das meine Spiele für diese Woche. Wie gesagt, ihr wisst ja, wie man jetzt Profit macht. Entweder im Hype verkaufen oder ihr macht das so wenig. Ihr kauft die für Abstoß und speichert die einfach 1000 Jahre im Verein. Und irgendwann kommen die dran, wo keiner es erwartet. Und dann müsst ihr aber auch wichtig um 19 Uhr, wenn die Top-Partie rauskommt, verkaufen. Oder je nachdem, was so eine SBC rauskommt, dann, ja, wenn die rauskommt, direkt verkaufen. Da kriegt ihr, ja, den meisten Profit. Ihr müsst dann halt auch, ja, ihr kriegt das irgendwann hin. Ihr seht dann so, okay, ihr wisst ganz genau, was für einen Preis ihr einstellen müsst. Und dann zack, zack, zack. Und dann macht ihr Profit. Wir haben, glaube ich, fast 9 Millionen Transfererlös. Wir haben hier 9,2 Millionen. Wir haben fast 10 Millionen jetzt schon geschafft. Der erste Kollege, das ist ein Kollege von Mo Aubameyang, ja. Der hat mich, mit dem wollte ich eigentlich noch trainieren, muss ich mal nochmal absprechen. Der ist ein konstanter Elite-1-Spieler. Sogar 36, 37 Siege holt er. Der hat auch ein krankes Team, so dicker Ronaldo und so. Also der hat da, denke ich, auch ein bisschen, wie hier, wie er schon sagt, Visa Platinum ist sein Name. Und hat ein bisschen was investiert. Deswegen, ja. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen mit denen trainieren, vielleicht auch ein Video machen, schaue ich mal. Aber wir sind kurz davor, 10 Millionen Transfererlös für einen Road to Glory-Account, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, wie gesagt, Freunde, dann zeige ich euch jetzt noch ein Gameplay, mit dem ich mit den guten O-Corsa erspielt habe. Wie gesagt, Link zu deinem YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mir mal in den letzten Video, was ihr von uns beiden noch sehen wollt. Ob Fortnite oder was weiß ich, ja. Dass wir der vielleicht überredet ihn mal. Oder zusammen irgendwie eine Weekend League zusammen streamen, ja. Erstmal vielleicht nur auf seinem Kanal, weil ich ja nicht streame. Erst wenn ich meine eigene Wohnung habe, bin ich vielleicht bei ihnen zu Gast, ja. So als Gastpart und so. Schauen wir mal. Und sonst, ja, würde ich sagen, dann viel Spaß bei den Fortnite. Wie gesagt, macht mir auch sehr viel Spaß, Fortnite momentan. Besonders, also ich spiele sehr wenig Solo, eher immer Duo oder im Squad. Weil, ja, es macht irgendwie mehr Spaß mit anderen Leuten, ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder mit wahrscheinlich den ersten Food Champions spielen. Ob die letzten kommen, sehen wir dann die Tage, wie das so wird. Und dann würde ich sagen, ja, danke fürs Schauen wie immer. Wir sehen uns dann die Tage wieder. Ciao! Die ist vor uns. Ah, die ist vor uns, ne? Können wir eigentlich auch hin. Geh zum Haus erstmal. Alter, hier vor uns. Alter, die sind welche vor uns. Alter, schnell! Hier, bei uns. Komm. Ein Headshot, ein direkt tot. Da. Der Arme, Alter. Noch einer übrig. Der Arme, ey. Der Arme, ey. Einer von links, einer von rechts vielleicht. Tot. Down. Alles uns jetzt. Schüsse rechts. Bei uns oder was? Au, auf dem Dach, hier oben, ja, ich seh's.
tot. Ja, moin. Das ist aber nicht. Der Kollege kommt, Kollege kommt. Da langweilig mit euch zu spielen. Der fällt runter jetzt. Hier mit dem Granatwerfer aufgesammelt. Ja. Versuch mal nach oben zu gehen, falls du nur 2 kriegst. Ja, ist eine 2 jetzt, ja. Hab ihn. Aber da ist noch einer oben. Ja. Einer ist noch am Boden, ja. Ich versuch mal zu snipen, ey. Ah, der nervt damit sein Schild. Mach doch mal weg hier. So, jetzt, ey! Ja, lass ihn pushen, ey, der geht einfach auf den Nerven, ey. Sein Bauen, ey. Hab ihn. Nice. Even if the sky is falling down, down. Hat jemand noch AR-Muni für mich vielleicht, bisschen? 120, das sind die doch. Oder nicht wohl? Ja, das sind die doch. Ja, die können ja rum, dann. Ja, das machen dann. Deswegen meine ich ja mit dem Sprungbrett, wenn mit dem Sprungbrett. Mach, was kommst du? Ich weiß nicht, zurückkommen, ne? Nicht, dass wir gleich am Arsch der Welt hinlaufen müssen. Okay. Alter! Die sind ja voll am Fighten da! Komm mal, komm mal! Crazy stuff wird jetzt hier passieren. Sprung. Okay, let's go. Die holen wir uns jetzt. Let's go. Woohoo! Hä, wo sind die denn überhaupt? Die sind voll gelockt. Okay, komm hier. Ich seh's. Nein, falsch, ich seh's nicht. Einer down, einer down. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Beide bei mir. Ah, ich seh's. Ich muss mich kurz heilen. Ich muss mich. Markus, steht unter mir. Hinter dir, Markus. Wo sind die denn? Unter euch hier? Alle tot. Aber da kommen gleich noch welche von der anderen Seite, ne? Nicht erheilen. Da kommen. Ich sag Bescheid, wenn die kommen, ne? Da waren noch 2 andere nämlich. Markus, gönn dir das? Habt ihr Medipack oder sowas? Oder Verbände? Die kommen jetzt! Ja, muss alleine durch. Ja, was ist das hier? Was ist das hier? Pass auf. Komm gleich hoch. Ja, der hat mich gehabt, aber ich hab den ganzen Schild von beiden weggeschossen. Die haben beide maximal 100 Leben noch. Granate kommt. Die sind gleich da. Ich schmeiß mit Granaten. Ah. Scheiß Granate. Dick vor mir. Okay, komm, ihr packt das. Die haben nicht mehr viel Leben. Ihr packt das. Der eine lootet den Ball. Markus, der eine lootet hier rechts. Jawoll, ey. Maschine seid ihr. Geh erstmal KC heilen. Der braucht weniger dringender. Markus, ich würde nicht unbedingt in der Sniper nach vorne. Ja, ich. Ja, wechsel auch direkt so. Da ist einer noch! Ich glaube, die Granaten gehen nicht so weit, oder? Ich muss noch ein paar Schritte nach vorne machen. Der ist in der Zone. Der ist in der Zone, Markus. Ja. Der hier denkt dann auch zurückzukommen. Also, du bist hier. Der ist vorne. Der ist One-Shot ist da noch, One-Shot! Ein Schuss nur noch! Ja! Der Chigi-Chaka-Chuko! Ich muss die Chigi-Chaka-Chuko holen! Nein! Ach, mein Ska! Ja, scheiß drauf! Ich mach das ein bisschen höher! Ah, schade! Hast du einen genockt oder nicht? Ja! Alter, was ist das? Oh mein Gott! Was war das, Alter? Markus, so weit gehen die nicht. Wo sind die denn? Sag mal die Zahl, bitte. Ja, rechts. Ein Team ist bei 290, eins bei 360. Es sind beides 2-2 Teams. Schafft ihr. Ja. Ah, hier unten sehe ich die doch. Wo ist unten? Warte kurz, ich snipe den jetzt. Wenn er nochmal kurz hochkommt, ist er tot.
Komm, Bruder, mach kein Auge. Ja, bei diesem. Oh, der Wichser, der macht's extra zu, ey. Markus, guck von links. Ja, chill. Ja. Nein, scheiß Holz. Der unten ist One Shot, also Two Shots maximal. Ah, fuck. Er tötet den, der gerade kriegt, anstatt er den anderen holt. Alter! Alter, hör doch auf zu schießen, wer schießt da die ganze Zeit? Du Penner! Ich werde von zwei Seiten. Ich mach uns bei dem Baum. Ja, okay. Lass ihn einfach. Der andere ist links. Ja! Noch hier rechts. 2 gegen 2! Let's go! Aber ich hab kaum Munition noch, das ist das Problem. Schieß doch einfach das untere weg. Ja, stimmt, hast recht. Hast du noch AR-Munition für mich? Ich hab kaum noch was, deswegen. 170 habe ich. Ich hab noch 70, so. Aber guck mal die Zone. 50er wäre ganz nice, wenn du noch 50er droppen könntest. Ja, bleibt einfach ruhig hier, die müssen kommen. Ihr seid besser, glaube ich, oder? Ja, schnell, ich bin für die. Ja, okay, jetzt komm, let's go. Let's go. Ja, das dauert zu lange unten. Die Zone kommt auch, oder? Gleich bei. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Das Problem ist, die sind in der Zone, oder? Ich hab gesniped, einer ist down! Wo ist der andere? Der andere ist links. Ist er links oder rechts? Links am linken Turm. Ich finde den einen erstmal. Wo ist er? Ah, da ist er! Ich will den nicht einfach. Der ist immer noch nicht. Oh, ich hab getroffen! Der ist One-Shot so sein Vater, ey. Komm. Der fällt jetzt runter. Markus, Granatwerfer, Markus. Hab ich keinen Schuss mehr. Hast du noch Raketen? Los, pusht. Ich weiß, aber das müssen wir ignorieren, so. Die Zone, die macht viel Damage. Oh, scheiße, was hab ich gebaut? Nein! Mach das weg! Da ist er, ich seh ihn. Ein noch, der ist wieder die Band, nicht der andere. Fuck. Geheilt. Der ist außerhalb der Zone, der Idiot. Der muss doch kommen jetzt. Ah, da ist er doch. Ja, Mann! Ja. Let's go! Geil, geile Runde, Alter. Richtig geile Runde. Du hast doch 6 Kills, nichts gemacht, sagt er. Ah, ich hab vergessen zu tanzen!